Elke Büdenbender ist 1962 in Siegen-Weidenau geboren. Sie ist Richterin am Verwaltungsgericht Berlin und die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Sie ist Schirmherrin verschiedener Stiftungen, unter anderem der Elli-Heus-Knapp-Stiftung Deutsches Müttergenesungswerk, welche sich für Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter einsetzt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und ich freue mich auch sehr darüber, zu dieser Ausstellung beitragen zu können. Sie sind eine erfolgreiche Juristin und haben Ihr Amt als Richterin am Verwaltungsgericht in Berlin kürzlich wieder aufgenommen. Weshalb war das für Sie ein wichtiger Schritt? Ja, als mein Mann in die zweite Amtszeit gegangen ist im letzten Jahr, da bin ich 60 Jahre alt geworden und ich habe mir vorher schon überlegt, wie soll das jetzt weitergehen? Ich bin wirklich sehr gerne Richterin. Ich habe eine Biografie des zweiten Bildungsweges. Das heißt, ich habe eine Berufsausbildung absolviert, bevor ich Abitur gemacht habe und dann studiert habe. Und dieser Beruf der Richterin, den übe ich einfach wahnsinnig gerne aus. Und ich habe gedacht, das geht bestimmt beides zusammen. Das war im Wesentlichen die Motivation, wieder als Richterin zu arbeiten. Die Freude an dem Beruf und natürlich der Ausblick auf ein Berufsende auch. Ihre Position ermöglicht Ihnen, nochmal ganz anders Einfluss auszuüben, sich zu engagieren und auf Dinge aufmerksam zu machen. Was ist Ihnen bei Ihrem Engagement besonders wichtig? Also ich habe mir, also man kann schon sagen, schwerpunktmäßig drei Themen vorgenommen. Ist einmal die Gleichberechtigung der Frau im Beruf und im Leben überhaupt. Dann ist mir das Bildungsthema ein ungeheuer wichtiges Thema. Und ich verstehe mich auch so ein bisschen als Botschafterin für die berufliche Bildung, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, wie gut diese Ausbildungen sind und wie sehr sie auch ein Leben prägen. Und ich meine, dass das auch ein sehr guter Weg ist, um eine ganz zufriedenstellende und gute Position im Leben zu erreichen. Elli Heus-Knapp war eine starke Frau, die während des Berufsverbotes ihres Mannes die Familie durch die Erfindung des akustischen Warenzeichens ernährt hat. Wie viel Vorbild und Inspiration steckt für Sie in Frauen wie Elli Heus-Knapp? Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich Elli Heus-Knapp erst kennengelernt, als ich selber als Nachfolgerin in ihre Rolle gegangen bin. Und ich bin außerordentlich beeindruckt von dieser Frau. Sie ist, wie auch Wilhelmine Lübcke und Hilde Heinemann im 19. Jahrhundert geboren, hat eine Ausbildung gemacht und war auch schon sehr früh im Frauenrechtsbereich aktiv. Ich habe Briefe gelesen, die sie mit ihrem noch Bräutigam gewechselt hat. Und ich habe eine für damalige Zeit, aber auch sonst, eine Beziehung auf Augenhöhe dort gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und auch, dass sie die Courage hatte und den Mut hatte, ihr Leben so zu leben, wie sie das für richtig hält. Und dann natürlich auch die Familie über die Zeit des Nationalsozialismus hinweg nicht nur ernährt hat, sondern auch insgesamt gerettet hat, sozusagen. Das ist schon vorbildhaft und ich finde es auch erstaunlich, wie sie dann die Rolle als, sage ich mal in Anführungszeichen, First Lady ausgeübt hat, indem sie sehr aktiv war, sich gegen teilweise auch institutionelle Widerstände durchgesetzt hat. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Außerdem ist sie auch eine Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg gewesen. Also in jeder Hinsicht eine ungeheuer moderne Frau. Elli Heus-Knapp gründete 1950 das Müttergenesungswerk, um Frauen Erholungskuren zu ermöglichen. Heute liegt die Schirmherrschaft bei Ihnen. Doppelbelastung durch Familie und Beruf ist immer noch ein akutes Thema. Wie sehen Sie die Entwicklung heute und was gibt es noch zu tun? Also ich bin ja der Meinung, dass die Frage, wie vereinbare ich das Berufsleben und das Familienleben, alle Menschen angeht. Also egal wie Familie aussieht, das können auch Freundinnen und Freunde sein, mit denen man zusammenlebt. Es spielt eine ungeheuer wichtige Rolle für jeden Menschen in jedem Leben. Und ich finde auch gerade dass sich kümmern um Kinder und dabei mitzumachen, die Kinder großzuziehen, sie auch groß werden zu sehen, das ist eine wunderbare Aufgabe und gehört sowohl in Frauen- als auch in Männerhände. Also ich bin der Auffassung, dass auch viele Familienväter sich dafür einsetzen sollten, dass das gut gelingt und dass es ein vernünftiges Maß an Arbeit und ein gutes Maß an Familienzusammensein gibt. Ich finde, da ist wirklich noch viel zu tun. Wenn wir auf die Zeit der Covid
Phase schauen, da muss man schon sagen, dass die Hauptlast, obwohl Familienleben ja auch was Schönes ist, aber in dem Fall ist es dann eben auch eine Last oder Arbeit, bei den Frauen gelegen hat. Es gibt Untersuchungen, wonach die Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben. In dem Falle, wo Frauen die alleinigen Ernährerinnen ihrer Familien waren, vielleicht waren sie auch alleinerziehend, sind sie aus dem Beruf teilweise rausgegangen und in die Abhängigkeit von sozialen Transferleistungen gerutscht. Frauen haben, und das kann man auch an den Zahlen belegen, haben in dieser Zeit wirklich, ich will nicht sagen, einen Rückschritt gemacht, aber es ist eben ganz schwer gemacht worden, in der Covid-Zeit weiterhin Beruf und Familie zusammenzubringen. Und das zeigt, dass das Thema, wie bringe ich Familie zusammen mit meinem Beruf, immer noch nicht überall bei uns angekommen ist, sondern dass es doch immer noch den Frauen zugerechnet wird. Und das finde ich nicht richtig, denn auch die Männer haben ihr Teil dazu beizutragen und es ist auch was Schönes. Drei Dinge, die Sie jungen Frauen gerne mit auf den Weg geben wollen. Also erstmal würde ich noch sagen, auf das Motto der Elli Heuss-Knapp-Stiftung zu kommen, ich finde, es ist ein sehr modernes, kümmere dich auch um dich selbst, damit du auch dich um andere kümmern kannst. Und mittlerweile haben wir eine Zustiftung, da geht es auch um Väter mit ihren Kindern und um pflegende Angehörige. Also das Thema wird sehr breit und aufgefasst. Und was ich jungen Mädchen mitgeben würde, jungen Frauen, das ist das, was meine Oma mir schon immer gesagt hat. Werde selbstständig, erlerne einen Beruf, komm in keine wirtschaftliche Abhängigkeit, lerne und mache das aus deinem Leben, was du möchtest. Verfolge deine Träume. Das würde ich jungen Mädchen mit auf den Weg geben. Liebe Frau Büdenbender, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Vielen Dank. Alles Gute.